Ein Mangrovenwald. Dieser Ort ist magisch. In der Hütte ist Licht. Ich sollte reingehen und mich mit dem Fremden unterhalten, aber vorsichtig. Schön, das war nötig. Ich bin nicht wirklich sicher, wer dieser Mann ist. Name? Arthur, ouch! Blake! Also, was machen Sie hier, Mr. Ouch? Sehr witzig. Meine Augen haben sich an der Umgebung ergötzt, bis Sie... Warum haben Sie mich so geschlagen? Sie haben nach der Schublade gegriffen. Ich konnte nichts riskieren. Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Haben Sie schon viele Leute so umgebracht? Meine Güte, das war unhöflich. Ihr Beruf? Ich bin Schriftsteller. Das bedeutet, ich schreibe Bücher für den Fall, dass Sie sich wundern. Sehr witzig. Wo wohnen Sie? Pittsburgh, Pennsylvania. Pennsylvania? Wie sind Sie hierher gekommen? Mit dem Flugzeug. In New Orleans habe ich ein Auto gemietet. Wie alt sind Sie? 40. Haben Sie einen Ausweis dabei, um das zu bestätigen? Nein. Das ist immer noch ein freies Land, oder nicht? Ich bin hier nicht eingebrochen, verdammt. Diese Hütte steht zum Verkauf. Und? Sie wollen diese Bude kaufen? Ja, die Bude, den Sumpf und den Dampfer. Zusammen mit den Alligatoren. Und die umherwandelnden Geister über dem Wasser wurden mir als Bonus versprochen. Wer? Wer hat Ihnen etwas versprochen? Prescott, Crosby & Moreau aus New Orleans. Die Eigentümer? Makler, ich habe hier eine Verabredung. Mit welchem von denen? Keinem. Sein Name ist Turner. Er ist dort angestellt. Das passt nicht zusammen. Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie sich diese Gegend im Dunkeln ansehen wollten. Ich habe mich bereits umgesehen. Er sollte mich zurück in die Stadt mitnehmen. Wann? Er ist zu spät. Genau. Vielleicht sind Sie wirklich ein Schriftsteller. Das hört sich für mich alles wie eine gute Geschichte an. Fragen Sie den Sheriff. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. Dem Sheriff sind heute Morgen keine Besucher in der Stadt aufgefallen. Und Sie sind ein Besucher, oder etwa nicht? Sie bluffen. Ich war bei ihm. Und ich habe die Übertragungspapiere im Auto gelassen, ganz in der Nähe seines Büros. Das werden wir überprüfen. Wenn Sie mich jetzt nicht gehen lassen, werden Sie sich bei mir entschuldigen müssen. Das glauben Sie doch selbst nicht. Ich habe mein Notebook da drin gelassen, in der Küche. Ich hoffe, ich darf das mitnehmen. Ist es so wertvoll? Da sind meine Notizen drauf. Die brauche ich für meine Arbeit. Also, darf ich? Sagen Sie mir, wie sieht dieser Turner aus? Nicht sehr auffällig. Kahlköpfig, ziemlich groß. Ruhiger Typ. Um die 40. Intelligent. Wie lange haben Sie schon mit ihm zu tun? Nun, ich weiß nicht. Vielleicht einen Monat? Ich werde diesen Turner überprüfen. Sie erzählen mir besser die Wahrheit. Ich habe davon geträumt, so einen wunderschönen Platz in der Wildnis zu finden. Weit weg von allen Leuten. Bücher in Ruhe und Frieden zu schreiben. Ist es ein Verbrechen, solche Pläne zu haben? Warten Sie hier. Ich gehe nirgendwo hin. Es ist stockfinster. Verschiedene Sachen sind hier gestapelt. In der Flasche ist Trinkwasser. Das passt nicht. Dies ist also das örtliche Kraftwerk. Dieser alte Liegestuhl könnte zusammenbrechen, wenn ich mich draufsetze.
Der Bootshaken stand in der Ecke. Ich schätze, der wurde nicht oft gebraucht. Die Klemmschraube wurde von dieser Elektrode entfernt. Da wird nichts passieren. Es ist zu dunkel, um irgendetwas zu finden. Wer weiß schon, was unter der Oberfläche lauert. Nicole hier. Wo stecken Sie? Ich kann Sie nicht sehen und ich schätze, man kann sich in dieser Stadt nur schwer verlaufen. Vielleicht sehen Sie mich nicht, weil ich nicht dort bin. Ich bin in der Nähe der Hütte im Sumpfgebiet, bei dem Dampfer. Sie hätten auf mich warten sollen. Nehmen Sie den Sheriff und kommen Sie her. Mein Boot hat keinen Treibstoff mehr. Hat es sich gelohnt, dorthin zu fahren? Ich habe hier einen Landschaftsliebhaber gefunden. Er meint, er will dieses Grundstück kaufen. Wie heißt er? Arthur Blake. Wenn ich mich recht erinnere, war kein Blake in der Jury. Das stimmt. Glauben Sie, er ist der Mörder? Haben Sie die Situation unter Kontrolle? Natürlich. Ich habe ihn mit Handschellen an ein Geländer gefesselt. Aber er sieht nicht nach unserem Mann aus. Da müsste er schon ein echt toller Schauspieler sein. Fast alle Serienmörder sind Psychopathen und Manipulierer. Die können einen dazu bringen, ihnen den Strick zu bringen, mit dem sie einen dann aufknüpfen. Ist Ihnen so etwas passiert? Was? Ach, nichts. Überprüfen Sie Arthur Blake für mich. Er sagt, er wäre Schriftsteller. 40, blondes, grau werdendes Haar, schmal, nicht größer als 6 Fuß. Ovale Gesichtsform, Brille, lebt in Pittsburgh, Pennsylvania. Schön, ich rufe Sie zurück. Wir sind bald da. Passen Sie auf sich auf. Übrigens behauptet er, heute Morgen mit dem Sheriff gesprochen zu haben. Er lügt. Seien Sie wachsam. Entspannen Sie sich. Bis dann. Tschüss. Hi, Ruth. Wie ist es im Süden? Warm? Es nieselt, aber sonst ganz schön. Arbeitest du noch? Ja, ich habe Ihnen doch erzählt, dass ich mich mit ein paar Papieren beschäftigen muss. Ich habe keinen Zugang zum Netz. Kannst du etwas für mich überprüfen? Es wird mir eine Freude sein, diese Listen für eine Minute aus den Händen legen zu können. Kannst du eine Firma überprüfen? Prescott, Crosby & Moreau in New Orleans. Und einen gewissen Turner, der für sie arbeiten soll. Turner. Prescott, Crosby & Moreau in New Orleans. In Ordnung. Ich rufe dich nachher zurück. Danke. Das Petroleum tröpfelt heraus und sorgt für Ölflecken auf dem Wasser. Ich kann das Petroleum nicht mit bloßen Händen auffangen. Ein Stück Draht um einen Pfahl gewickelt. Im Moment würde mich dieser Draht nur behindern. So ein Büro gibt es in Louisiana nicht. Dick hier. Es gibt so einen Autor. Er schreibt Fantasy-Bücher. Er hatte kürzlich einen ziemlichen Erfolg. Hat irgendeinen Preis gewonnen. War da ein Bild dabei? Ja, stimmt mit Ihrer Beschreibung überein. Aber warum hat er über sein Treffen mit dem Sheriff heute Morgen gelogen? Hat er nicht.
Dem Sheriff ist es wieder eingefallen und er hat es bestätigt. Das ist komisch. Ja, der Sheriff ist uns gegenüber nicht sehr offen. Den Teil mit der Hütte hat er nur zwischen Tür und Angel erwähnt. Blake möchte sie kaufen. Das riecht nach einem Schwindel. Genau. Das Maklerbüro, das dieses Grundstück verkaufen soll, existiert überhaupt nicht. Was geht hier vor? Der Schriftsteller hat eine Verabredung mit einem ihrer Vertreter, einem gewissen Turner. Das erinnert mich an etwas. Eine Falle? Ja, Cartman lockt seine Opfer normalerweise mit einem echten Schnäppchen. Der Traum eines Künstlers wird wahr. Eine Rückzugsmöglichkeit im Sumpf für einen Spottpreis. Vielleicht. Und es gibt noch etwas. Ja? Es wurde ein verlassener Wagen aus New Orleans gefunden. Was ist daran so seltsam? Nun, die Versicherung läuft auf eine Autovermietung am Flughafen. Das ist Blakes Wagen. Nein, sein Auto ist in der Stadt. Wessen ist es dann? Die Autovermietung hat schon geschlossen, aber ich habe ein paar Beamte zum Filialleiter geschickt. Lassen Sie uns das mal zusammenfassen. Cartman hat Blake vielleicht eine Falle gestellt. Aber Blake ist keines der potenziellen Opfer, die wir ausgemacht haben. Ich muss mit ihm reden. So oder so, er muss beschützt werden. Ich nehme den Sheriff und wir holen euch ab. Vielleicht bekomme ich etwas aus ihm heraus. Beeilen Sie sich. Ich glaube, Cartman ist uns gegenüber leicht im Vorteil. Wir brechen bald auf. Ich kann neben einem Verdächtigen keinen Anruf machen. Haben Sie meine Unterhaltung mitbekommen? Ich? Nein. Sicher haben Sie das. Aber vielleicht nicht alles. Ich habe gearbeitet. An Ihren Handschellen? Nein, an der Verhaftungsszene. Ich verstehe das nicht. Der Protagonist meines neuen Romans, ein einsamer Wanderer, wird in den Sümpfen eingesperrt. Eingesperrt? Von einer Amazone, einer Kopfgeldjägerin. Und warum das Ganze? War er ein böser Junge? Nein, er sieht nur jemandem ähnlich, der das Kind des Königs entführt hat. Aber ihr ist das egal. Sie will nur den Preis, den sie bekommt, wenn sie den Gefangenen an die Schlechter des Königs ausliefert. Kein sehr komplizierter Charakter. Die Amazone? Kompliziert genug. Sie ist nur ein Werkzeug, das ich benutze, um den Protagonisten in Schwierigkeiten zu bringen. Und wenn die Amazone es tut, um ihn zu beschützen? Wovor? Vor dem echten Bösen, einem Mörder, der in den Sümpfen lauert und einsame Wanderer tötet. Warum sollte sie ihn gefangen halten? Aber die Idee ist ziemlich gut. Sie muss nur noch etwas aufpoliert werden. Ich hab's. Ja? Sie will ihn ausnutzen. Sie beschützt ihn nicht. Sie will ihn als Köder benutzen. Und wenn das alles wirklich passiert? Irgendwie tut es das. Sie haben mich verhaftet. Wir müssen nur Kostüme anlegen, ein Feuer anzünden, Kojotengeheul im Hintergrund zufügen und die Handys vergessen. Wie würden Sie sich fühlen, wenn ich Sie wirklich als Köder benutzen würde? Hier lauert nämlich wirklich ein Mörder. Das können Sie nicht ernst meinen. Tue ich. Eine Sekunde. Worum geht es? Um eine Verbrechensserie. Der Täter lockt seine Opfer in eine Falle, normalerweise an abgelegenen Orten, und bringt sie auf originelle Weise ums Leben. Wofür? Für Geld. Sind die Opfer reich? Einige sind es. Aber es geht nicht um Geld. Was würden Sie sagen, worum es geht, Mr. Schriftsteller? Rache? Mord, Lust? Befriedigung? In jedem Fall ist der Profit nicht materieller Art. Was versuchen Sie mir zu sagen? Dass jemand auf der Jagd nach mir ist? Das ergibt keinen Sinn.
Das ist nur Ihre Sichtweise. Sollte ich etwa Angst haben? Wer ist der Mörder? Wenn meine Theorie einen Sinn ergibt, kann es nur Turner sein. Hahaha, Sie sind lustig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich dieser Anwalt mit seinem guten Benehmen hier in den Büschen versteckt. Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch. Und? Stimuliert das Ganze hier Ihre? Sie sind doch ein Schriftsteller, oder? Also nehmen Sie mir vielleicht jetzt die Handschellen ab? Oder wollen Sie mich immer noch als Köder einsetzen? Okay, aber folgen Sie meinen Anweisungen. Es ist nur zu Ihrem Besten, bis wir diesen Ort verlassen. Okay, solange Sie einen Sinn ergeben. Ist es so besser? Klar. Warum glauben Sie jetzt, dass ich kein Verdächtiger bin? Ihre Personalien stimmen, Turners nicht. Tun Sie nicht? Vielleicht habe ich ihn erfunden. Das wäre ein Fehler. Ihrerseits. Was meinen Sie damit, seine Personalien stimmen nicht? Die Firma, für die Turner angeblich arbeitet, existiert nicht. Wie meinen Sie das? Was ist mit den Briefen, die ich von denen bekommen habe? Übrigens habe ich Turner heute dort getroffen. In seinem Büro? Davor. Turner hat mich in eins dieser bezaubernden altmodischen Restaurants eingeladen. Ein ganz alter Trick, der schon oft angewendet wurde. Was ist mit dem Briefpapier, der Adresse? Außerdem war da ein Schild mit dem Firmenlogo an der Wand. Er könnte in dem Gebäude ein Büro gemietet haben. Ich garantiere Ihnen, dass wir dort keine Spuren finden werden. Aber wir müssen die Adresse sowieso überprüfen. Das war 212 St. Jerome Street. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, hier Land zu kaufen? Es ist zu weit, um für das Wochenende hierher zu kommen. Es geht nicht um Wochenenden. Ich will hierher ziehen. Und Ihre Familie? Ich habe keine Familie. Ein Künstler sollte frei sein. Sie wollen sich also in diese Hütte zurückziehen? Man kann hier sicher einen netten Tag verbringen, aber hier leben? Man braucht nicht viel Geld, um hier zu leben. Und ich kann es mir leisten, den Dampfer von meinen Lizenzgebühren zu kaufen. Wollen Sie den Dampfer reparieren? Stellen Sie sich vor, wie er über den Mississippi zieht. Fantastisch. Nun, Sie müssen es sich gar nicht vorstellen. Ich werde Sie zu einer Kreuzfahrt einladen. Danke. Ich hoffe, Sie haben Erfolg damit. Natürlich habe ich das. Ich werde meine Freunde und meine Feinde einladen. Herausgeber, Agenten, Kritiker, die meine Bücher verreißen, Künstler, Fotografen und wunderschöne Frauen. Ich werde ein Dixieland-Orchester engagieren, dessen Musik über New Orleans hinwegschweben wird. Nun, ich kenne jemanden, der dieselbe Vision hat. Echt? Und ich dachte, sie wäre so originell. Es ist Aaron, der Mann am Anleger. Der Schwarze? Der Afroamerikaner. Der Landstreicher. Er sagte, ich würde einen Ball auf dem Dampfer veranstalten? Nein, er meinte, er würde es tun. Er würde die Geister der Toten einladen. Und er würde den Dampfer niemand anderem überlassen. Wirklich? Was hat er vor? Sagen Sie es mir. Er hat getobt. Eigentlich sah er auch aus wie ein Psychopath. Vielleicht stand er unter dem Einfluss von Halluzinogenen. Ich würde nicht so übertreiben. Vielleicht hatte er einen schlechten Tag. Der Sheriff meinte, er wäre ein guter Kerl. Gut? Wie meinen Sie das? Fügt sich in die Gemeinschaft. Und Ihr Geschäft? Was denken Sie jetzt darüber? Sie haben die Dinge ins Rollen gebracht. Ich gehe morgen nach New Orleans. Sie sprechen besser selbst mit Turner. Ich glaube, Sie täuschen sich in ihm. Wie haben Sie Turner gefunden? Er hat mich gefunden. Er hat ein Interview mit mir gelesen. Er kannte mein letztes Buch. Er meinte, er hätte an diese Gegend denken müssen, als er es gelesen hat. Da ist etwas dran. Immerhin ist dies ein erstaunlicher Ort. Finden Sie nicht? Spielen alle Ihre Bücher in solchen Umgebungen? Nun, ich mag so etwas. Haben Sie vielleicht irgendetwas Unterschriebenes von Turner? Oder vielleicht ein Bild von ihm? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir auf meinen Partner und den Sheriff warten müssen. Verstecken wir uns drinnen. Aber es gibt dort keinen Strom. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das restliche Kerosin auf dem Boden verschüttet worden, als Sie mich außer Gefecht gesetzt haben. Ich werde mir etwas überlegen. Aber gehen Sie nicht weg. Sonst muss ich Ihnen wieder Handschellen anlegen. In Ordnung, ist schon gut. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Klar.
Das brennbare Leinen hängt aus dem Trichter. Jetzt ist das Leinentuch kurz genug. Die abgeschnittenen Drähte sind zu kurz, um bis zur Elektrode der Batterie zu reichen. Das geht nicht. Da wird nichts passieren. Der Strom ist wieder da. Ich hoffe, es reicht für ein paar Stunden. Jetzt können wir rein. Das ist gut. Mir ist ein wenig kalt. Ich hätte gerne einen heißen Tee. Das ist eine gute Idee. Vielleicht bekommen wir den Herd an. Finger weg von meinem Notebook! Dann, schätze ich, müssen wir etwas Holz hacken. Ich wäre gerne bereit, mich auf diese Weise aufzuwärmen. Nein, Sie bleiben besser drinnen. Ein Koffer und eine Reisetasche. Ziemlich viel für einen kurzen Aufenthalt. Ein kleiner Tisch mit einer Schublade für Schmuck. Der Sessel ist staubig und riecht nach Schimmel. Die Küche ist gut eingerichtet, aber dreckig. Der moderne Schrank ist voller billigem Schmuck. Dunkle Torte mit Garnierung und einer Cremefüllung. Sie sieht lecker aus, aber wer weiß, wie lange die hier schon steht. Ein Zinnbecher, leicht und praktisch. Ein Zinnbecher, leicht und praktisch. Was für Mysterien mögen sich hinter dieser Tür verbergen? Eine Dose mit etwas Tee. Ich sehe da besser nicht rein, da es hier keine durchgängige Stromversorgung gibt. Da ist ein abgelaufener Kalender am Kühlschrank. ...2004. Seitdem hat sich so viel in meinem Leben verändert. Blake hat im Licht der Lampe etwas aufgeschrieben, als ich angekommen bin. Sie ist nicht kaputt, aber das Kerosin ist ausgelaufen. Ja, klar. Ein zerkratzter Kessel. So eine Platte wird wirklich schnell heiß. Durch diese Tür wird Holz in den Ofen geschoben. Das Innere ist kalt und leer.
Ja, Nicole Bonnet hier. Ich bin's, Dick. Wir stecken im Schlamm fest, wegen dem Regen. Wir müssen also die Nacht hier verbringen? Geht das? Ich schätze schon. Ich kann sehen, dass der Sheriff die Nase voll hat. Ich werde versuchen, ihn zu überreden, das Boot zu nehmen. Sie finden im Dunkeln nicht ohne ihn her. Stimmt. Bereiten Sie einen Schlafplatz vor, nur für alle Fälle. Haben Sie etwas herausgefunden? Ja, der Eigentümer des Dampfers und des Landes, auf dem Sie sich befinden, ist Aaron Morton. Er wird hier nur der Landstreicher genannt. Das ist interessant. Er hat jahrelang in der Hütte gelebt. Er hat alles durch Ersitzung erlangt. Das ist nicht so offensichtlich. Ich denke, er lebt seit kurzem bei seiner Schwester. Woher wissen Sie das? Ich habe ihn in Trance auf dem Anleger erlebt. Diese Frau hat ihn von dort mitgenommen. Also kauft Blake das Land tatsächlich von ihm. Ich schätze schon. Ich denke, da wird es Ärger geben. Aaron hat andere Pläne. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, aber das sieht seltsam aus. Was ist mit der Autovermietung? Haben Sie eine Beschreibung von der Person, die das Auto gemietet hat? Nein, die trödeln. Egal, halten Sie Ihre Augen offen. Ich muss aufhören, der Sheriff ruft an. Nein, bis morgen. Spätestens. Eine große, umgekippte Dose. Eine flache Schale. Ein Vielzweckblecheimer. Jemand hat eine Axt hinter dem Stumpf versteckt. Überbleibsel einer Holzkiste. Zwei feste Schläge und ich habe schon etwas Feuerholz. Petroleum ist immer noch brennbar, aber wenn es erst gereinigt und erhitzt worden ist, könnte es vielleicht als Lampenöl dienen. Ich muss dieses Wasser gut abkochen. Da wird nichts passieren. Ich habe eine Kamera gesehen. Sie haben sicher ein paar Bilder hier gemacht, oder? Ja, es würde einem schwerfallen, das nicht zu tun. Bis ich mich hier niederlasse, muss ich mit den Bildern auskommen. Haben Sie auch Fotos von Turner gemacht? Nein, das kam mir nicht in den Sinn. Sind Sie sicher? Natürlich, obwohl ich zugeben muss, dass er ein interessantes Gesicht hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er da zustimmen würde. Ich muss unsere Unterhaltung für einen Moment unterbrechen. Bleiben Sie bitte hier. Natürlich. Nichts zum Anzünden. Haben Sie ein Feuerzeug? Einen Moment. Hier, bitte. Ich muss unsere Unterhaltung für einen Moment unterbrechen. Bleiben Sie bitte hier. Natürlich. Ein von Blake geliehenes Gasfeuerzeug.
Ich mag es, ins Feuer zu sehen. Ich auch. Ich könnte das stundenlang tun. Man entfernt sich dann in eine andere Welt. Kindertage. Ich würde dann mit meinen Freunden unter einem sternenklaren Himmel um ein Feuer sitzen. Und tief in mir bin ich trunken von Glückseligkeit. Wo ist all dies verloren gegangen? Wir müssen einen Schlafplatz herrichten. Wir müssen vielleicht bis morgen hier bleiben. Es sei denn, Turner kommt uns holen. Ins Jenseits? Lieber nicht. Er hat sie verzaubert. Er hat gespürt, was sie sich wünschen und sie dann hereingelegt. Also ist er kein Killer, sondern ein Zauberer. Glauben Sie, er ist hier? Nein, das ist unwichtig. Ich stelle mir nur die Szene vor. Ich kenne die Motivation der Amazone und des Wanderers. Aber was ist mit dem Zauberer? Warten Sie eine Minute. Was ist die Motivation des Wanderers? Der Zauberer hat eine Medizin für ihn, um das Leiden seiner Seele zu heilen. Was für ein Leiden? Er ist ein echter Vagabund, ein Exilant. Er findet keinen Ort, an dem er etwas Dauerhaftes aufbauen kann. Aber was ist mit dem Zauberer? Er sammelt kranke Seelen. Um sie aufzuspießen und sterben zu sehen. Seelen sind unsterblich. Nicht, wenn der Zauberer Macht über sie hat. Der Zauberer ist eine Inkarnation des Bösen. Also muss der Wanderer sich ihm stellen. Das ist das Schicksal eines Helden. Es ist möglich, dass draußen im Dunkeln ein echter Serienmörder herumschleicht und Sie sind nur an einer Geschichte interessiert? Mir fehlen die Worte. Was ist so schlecht an dieser Unterhaltung? Ach, nichts. Aber ich würde lieber darüber reden, was in der Wirklichkeit passiert. Zum Beispiel über diesen Kauf. Der ist nichts Besonderes. Ihnen ist kalt. Ist es nicht Zeit für den Tee? Ja, das ist eine gute Idee. Ich muss unsere Unterhaltung für einen Moment unterbrechen. Bleiben Sie bitte hier. Natürlich. Das Signal. Eine SMS. Aber das war nicht mein Handy. Ihr Tee ist fertig. Ich habe gerade nichts zu diskutieren. Lassen wir uns den Tee schmecken. Was ist mit mir passiert? Bin ich eingeschlafen? Bin ich zusammengebrochen? Blake ist verschwunden. Die Frage ist, wo er hingegangen ist. Ein Teebecher. Eine große leere Tomatendose. Ja, klar. Da wird nichts passieren. Wenn ich das Petroleum erhitze, wird es verdampfen. Ja, klar. Das passt nicht. Ein Teebecher. Ein Teebecher. Ein Trichter. Das geht nicht. Da wird nichts passieren.
Das geht nicht. Ja, klar. Ein Teebecher. Das passt nicht. Laienhaft gereinigtes Petroleum. Da wird nichts passieren. Das geht nicht. Mr. Blake? Wo stecken Sie? Wo ist er? Wo ist er hingegangen? Sind das Irrlichter oder brennt da Gas, das aus dem Boden aufsteigt? Die brennende Lampe erzeugt helles und gleichbleibendes Licht, obwohl der Treibstoff von schlechter Qualität ist. Die Zugbrücke ist jetzt niedriger. Blake muss hier vorbeigekommen sein, aber zum Glück hat er sie nicht wieder ganz nach oben gezogen. Ist das das Handy des Schriftstellers? Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht von vor 2 Stunden. Es ist noch nicht alles verloren. Ich habe eine Idee. Treffen Sie sich mit mir in 1 Stunde auf dem Dampfer. Turner. Hallo? Dick? Blake ist weg. Was ist passiert? Ich habe sein Handy gefunden. Turner hat ihn zum Dampfer gelockt, aber ich kann dort nicht hin. Okay, ich rufe die Spezialeinheit. Riskieren Sie nichts. Blake ist in der Hand des Mörders. Ich muss mich beeilen. Thank you.
Steg ist frei. Vielleicht könnte ich auf die Pfähle springen und ein paar Meter weiterkommen. Aber was dann? Ich brauche etwas Licht. Das sieht nicht so gut aus. Überall Alligatoren. Aber ich glaube immer noch, ich habe eine bessere Chance, dem Mörder gegenüberzutreten als Blake. Der Pfahl vor mir ist im Sumpf versunken. Ich habe Angst, darauf zu treten. Wenn ich ihn nur nach oben bewegen könnte. Gut so. Gut gemacht, Niki. Es kann nicht mehr schlimmer werden, oder? Wer hat den hier gelassen? Mir eine Brücke gebaut. Vorsicht, die Pfosten sind verrottet.
Das passt nicht. Das sieht nicht so gut aus. Überall Alligatoren. Aber ich glaube immer noch, ich habe eine bessere Chance, dem Mörder gegenüberzutreten als Black. Der Pfahl vor mir ist im Sumpf versunken. Ich habe Angst, darauf zu treten. Wenn ich ihn nur nach oben bewegen könnte. Das sieht nicht so gut aus. Der Pfahl vor mir ist im Sumpf versunken. Gut so. Gut gemacht, Niki. Es kann